Charlie? Jamie? Hallo? Erin? Nicht so laut. Wo könnte sie sein? Sie kann nicht einfach verschwinden. Mark, komm hier rüber. Was geht hier vor? Sind wir eingeschlossen? Sieht so aus, ja. Warte. Psst. Was? Psst. Hörst du das? Sind Sie das? Wo kommt das her? Da ist jemand im Restaurant. Ist der Plan, Charlie. Dann bist du tot. Also ich würde jetzt gerne auf euch trinken. Ehrlich. Ich weiß, ich bin die Zielscheibe eures Spotts. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Mark und Jamie, ihr schafft so viel Arbeit wie sonst 10 Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran. Was zur Hölle ist das? Mark, was machst du da? Bleib da bloß weg. Entspann dich. Da sehen ein paar Schaufensterpuppen aus wie wir. Schräg? Ja. Ein Grund durchzudrehen? Nein. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Devil in Me. Okay, das ist nur noch abgefuckt. Was zur Hölle geht hier vor? So richtig umschauen kann man sich hier nicht. Ja, diese Schaufensterpuppen. Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Was? Haben wir ja schon gesehen, dass die gemacht worden sind. Aber die hatten eigentlich Sprengköpfe drin, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Finde ich die auch noch? Ja. Ich achte, beziehungsweise ich warte ja tatsächlich jedes Mal darauf, dass sich eine der Puppen irgendwie umdreht oder so mit so einem Schockeffekt. Er ist sicher nicht ohne Grund weggegangen. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen gruseliger, als wenn tatsächlich irgendwas funktionieren würde. Also nicht funktionieren, wenn irgendwas passieren würde. Hier kann man nichts machen. Nur, warum lädt er uns hierher ein und zum Essen und haut dann ab? Also, tja. Ich habe die jetzt aber alle schon, oder habe ich ihn, Moment, ihn habe ich glaube ich noch nicht untersucht, oder? Himmel, sieht genau aus wie er. Nie im Leben hat die jemand in den letzten paar Stunden gebastelt. Na, ich bin mir nicht so sicher, aber nein, der ist gut vorbereitet gewesen, also... Hörst du das? Schritte. Und sie kommen näher. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich war mittendrin. Hallo? Jamie. Okay. Leute, schleichen könnt ihr gar nicht. Oh mein Gott. Als die Wand zuging, ich... Hauptsache, du bist okay. Dumet hat seinen Hausmeister getötet. Was? Vor unseren Augen. Dumet? Es ist eine Falle. Er hatte eine Maske auf und ich weiß, wie das klingt, aber das ist kein Witz. Und jetzt ist Santa Aaron her, wir müssen weiter. Hey, Moment. Wo ist Charlie? Weiß ich nicht. Wir wurden getrennt. Das passiert nicht wirklich. Naja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen plötzlich... Das ist jetzt nicht wahr, oder? ...angeschwemmt werden. Körper tot. Scheiße, tot, schalt das ab! Tot. 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 Was war das? Das ist falsch.
Ein Spaß oder von einem Tier oder so muss es sein. Nein, 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 niemals. Oh, Scheiße! Die sprechen echt! Ich sag doch, das ist so viel! Verschwinden wir hier. Die ist zu! Was ist los? Die andere Tür ist auch verschlossen. Du, Matt! Sie wollen spielen? Kommen Sie raus! Sofort! Spielen wir, verdammt! Finde einen Weg aus dem Keller. Ich denke mal nicht, dass die Tür einfach offen ist, oder? Ich habe auch mein Feuerzeug nicht mehr. Jamie! Hallo! Jamie! Ich bin okay! Aber wer hat mir einen Schlüssel? Wollt ihr mich verarschen? Ja, oh, shit! Ich habe meinen Tod ja schon kommen sehen mit Feuer. Zellenschlüssel. Ich habe mein Feuerzeug auf jeden Fall jetzt nicht dabei. Das ist schon mal gut. Aber hier ist auch nichts auf dem Boden, ne? Irgendwie eine Münze, die wir sonst noch vergessen können. Oh, ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe überhaupt gar kein gutes Gefühl dabei. Ich meine, ich habe bei dem ganzen Spiel kein gutes Gefühl, wenn ich Entscheidungen treffen muss. Ja. Wahrscheinlich findet der jetzt bald sein Feuerzeug und alles explodiert hier oder sowas. Logbuch. General Constructures. Datum, Zeit, Vorfall, Signatur. 17.01.2017. Der größte Teil der Crew ist auf der Insel angekommen. Gesamte Ausrüstung zum Hotel hinaufgebracht. Treffen mit dem Hotelbesitzer Mr. Belknap. 18.01.2017. Die Untersuchung vor Ort hat begonnen. Die Aushubarbeiten im Keller des Hotels haben begonnen. 21.01.2017. Ist unleserlich? 2.02.2017. Die Arbeiten im Erdgeschoss und erster Stock gehen planmäßig voran. Einige Geräte sind verschwunden. Wir haben einen Bericht eingereicht und über Mr. Belknap gemäß unserem Vertrag Ersatz angefordert. 5.02.2017. James Kelly hat das Projekt verlassen. Er hinterließ eine Notiz mit dem Hinweis auf einen Notfall, nahm aber nicht direkt mit mir Kontakt auf. Ein schriftlicher Bericht wird folgen. 7.02.2017. Die ersten beweglichen Wände wurden bereits aufgestellt. Beschaffung einer Kopie der Baupläne für Mr. Belknap. 10.02.2017. Beginn der Arbeiten an den Stützen der Kellerdecke. Morgen? Dann ganz viele Sachen, die unleserlich sind. Kann ich hier? Ja, kann ich umblättern? 18.02.2017. Bobby hat mich hängen gelassen. Zweiter verlässlicher Mann, der das Projekt fallen lässt. Barrenovierung begonnen. Dann unleserlich mehrere Sachen. 1.03. Die Klemmenarbeiten im Untergeschoss sind abgeschlossen. Die Renovierung des ersten Stocks soll nächste Woche abgeschlossen sein.
3.3. Barrenovierung abgeschlossen. 4.3. Die Projekteffizienz ist gut. Wenn das so weitergeht, werden wir den vereinbarten Termin einhalten. Rest ist unleserlich. 17.3. Irgendwas wurde rekonstruiert. Alle beweglichen Wände abgeschlossen. 20.3. Signalempfänger installiert. Weitere Berichte über fehlende Geräte. 3. Ersatzantrag diesen Monat eingereicht. 25.3. Projekt zum vereinbarten Termin abgeschlossen. Der Eigentümer bittet um zusätzliche Arbeiten im Spa-Bereich unter dem Hotel. Spa-Bereich? Okay. Da nur noch eine kleine Notcrew auf der Insel ist, werden wir eine erste Kostenschätzung vornehmen. Werden wir auf eine Rückmeldung von Kelly warten. 26.3. Nachricht von Kelly erhalten. Die verbleibende Crew, Laura, Monika, Ryan, Frank und ich, werden mit den Arbeiten im Spa fortfahren, bis die Crew zurückkehrt. 27.3. ist unleserlich. Ryan hat mir eine Nachricht hinterlassen, dass es seiner Mutter nicht gut geht. Ich bin sicher, sie ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich werde sehen, ob Mr. Belknap mir erlaubt, ihn zu kontaktieren. Ein Geheimnis gefunden? 29.3. Laura hat mit Mr. Belknap die Installation der Lautsprecheranlage abgeschlossen. Er sagte, sie habe sich danach nicht wohlgefühlt und bot ihr ein Zimmer an, um sich auszuschlafen. Ich habe keine Nachricht von Kelly erhalten, wo der Rest der Crew ist. 30.3. Was ist denn hier los? Laura ist nicht aus ihrem Zimmer gekommen und Monika ist gerade gegangen. Ich kann Kelly nicht erreichen. Morgen kehre ich mit Frank und Laura auf das Festland zurück. Dieser Job ist ein Witz. Okay. Was? Was zur Hölle war das? Okay. Schauen wir erstmal hier noch. Von links sollte ja normalerweise keiner kommen. Scheint, als ob deine Leiche liegt. Chicago Killer, erstes Opfer, Todesursache, Unterleibsverletzung. Das Ohr des Opfers wurde mit einem sehr scharfen Gegenstand, möglicherweise ein Skalpell, entfernt. Achso, das ist Blut. Ah. Oh, das sieht mir sehr nach Gesicht aus. John Doe Nummer 2. Sie haben doch meinen Bericht über den ersten gelesen. Ähnlicher Tathergang. Unidentifizierter Mann mit mehreren Stichwunden. Die Wunden im Unterleib gleichen denen des ersten Opfers. Die Form der Eintrittswunden legt nahe, dass es sich um dieselbe Mordwaffe handeln könnte. Wir haben es wohl mit einem Souvenirjäger zu tun. Diesmal wurde das linke Ohr abgetrennt. Sauberer Schnitt. Vermutlich ein Skalpell oder eine Rasierklinge. Sehr ordentlich. Gute Arbeit. Hat sehr wenig geblutet. Das Opfer war vermutlich seit 30 bis 40 Minuten tot, als das getan wurde. Das ist anders als bei der ersten Tat. Wie Sie wissen, lebte der erste John Doe noch, als seine Zähne entfernt wurden. Das muss eine laute Schweinerei gewesen sein. Der Kerl lernt dazu. Oh, bitte. Die klang irgendwie sehr... Ja, als ob sie das gutheißen würde, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber sehr fasziniert. Ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll. Okay, also hier ist eine Leitung, die bringt hier Strom. Was ist mit der Tür? Die hat doch gerade noch geblinkt, oder? Nicht? Oh Gott, ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier machen möchte. Power on. Okay, also theoretisch würden wir jetzt, glaube ich, hier Musik hören. Die ist natürlich ausgestellt aus lizenzrechtlichen Gründen. Die hat jetzt hier diese Tür geöffnet. Und da hinten sieht man das so aus,
Ja, das ist kein Sprengstoff, oder? Das ist eine Puppe. Du bist auch durch die Luke, hm? Wenn ich's rausschaffe, lass ich dich abholen. Hm. Also meine Kids haben ja ihre Köpfe immer gerne mal verloren. Oh Gott. Ich will nicht den Kopf verlieren, nur mal nebenbei. Okay, also das scheint mit rechts verbunden zu sein. Ist hier noch irgendwas, was wir vorher machen können? Weil ich habe irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass das nicht so gesund ist, wenn wir jetzt einfach alles hier anmachen. Achso, falsche Taste. Oder öffnen halt. Und da ist noch mal eine. Gucken wir erstmal kurz hier. Mhm. Da hat man mich also beobachtet, so wie es aussieht. Okay. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir rein theoretisch in Richtung des Mörders gehen. Was nicht positiv sein kann. Oh Gott, dieses, man weiß nicht, was passiert. Das ist wirklich schlimmer als... Oh. Ich denke mal, da kann ich mich durchquetschen, oder? Dann gucken wir hier mal eben... Kann man hier nichts mehr machen? Kann ich hier nicht durch? Da ist ein Kabel... Oder sind die Kabel rausgerissen? Auf jeden Fall ist hier ziemliche Baustelle. aber ich kann ja gar nichts machen. Ich kann nichts anklicken. Wieso nicht? Ah, jetzt. Wieso zeigt er mir das nicht an? Und wieso hat er das nicht angenommen beim ersten Mal klicken? So. Ich denke mal, ich muss jetzt... Muss ich da drunter oder muss ich da drüber? Kann ich hier drüber? Ja, kann ich. Okay. Kann ich meine Karte da benutzen? Ja. Wie war das jetzt? Bis das umspringt? Genau, und dann... Ja, genau. Okay. Ah, das alles nur wegen einer Münze. Oje, oje. Okay. Aber wir haben sie. Das ist schon mal sehr gut. Oh, ich weiß nicht, was gerade mit meiner Stimme los ist. Ich glaube, die mag es nicht, wenn ich Kaffee trinke oder so. Moment, kann man da was machen? High Voltage. Da ist nochmal so ein Ding. Hier nicht gerade was geblinkt? Okay. Moment. Da ist Feuer. Das ist halt, da ist so ein Feuersymbol. Das geht hier durch. Dahinter heißt das... Oh, scheiße. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich mir jetzt den Rückweg versaue, oder? Ich kann aber nichts anderes machen. Oh Gott, ich muss auf jeden Fall wieder zurück. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt hier irgendwas machen kann. Ah.
Alter, da hinten liegt was. Oha. Okay. Soll dann wahrscheinlich so viel heißen, wie wenn ich nicht aufpasse, verbrenne ich. Wie wir das ja schon in der Vision gesehen haben. Das Problem ist, was soll ich jetzt machen? Da. Nee, das ist... Moment, das ist jetzt neu geöffnet? Hä? Hat sich die Umgebung jetzt hier wieder verändert? Oder ist diese... Nee, stimmt, diese Tür, die war ja vorher zu. Oh, wenn ich da jetzt reingehe, komme ich nicht mehr raus. Und da hinten ist ein Feuerzeug. Ihr wollt mich verarschen, aber ich muss da rein. Ich muss da rein. Ihr wollt mich verarschen. Da kam irgendwie Feuer aus der Wand, das weiß ich noch. Und das ist genau dieses fucking Feuerzeug, was ich hatte. Nee, stimmt gar nicht. Das ist eine Zigarette. Mach das nicht. Nimm die von mir aus mit, aber mach es nicht hier. Nein. Ist es echt? Das war die beste Zigarette deines Lebens. Dein Ernst? Oh, verdammt. Was macht er? Ich fürchte, das ist für unsere Asche. Es ist genau hey. Unsere Vision. Hey, hallo! Ich bin hier! Was wird das? Wie? Bitte. Nein. Stopp! Bitte! Stopp! Bitte! Ja. 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 Fuck, ich weiß es nicht. Ich habe die Tür genommen. Ich glaube, das Gitter ist besser. Ich bin mir nicht sicher. Aber die Tür, die geht doch gar nicht auf. Aber das Gitter hat er eben schon probiert. Das hat er nicht hochbekommen. Oh, fuck, ich werde so schwer. Ja, 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 komm schon. Komm schon. Genau so. Ja, komm schon. Komm schon. Das geht beides nicht.
Hätte man ihn retten können, wenn man zweimal das Gleiche genommen hätte? Ich weiß es nicht. Ein sonderlich schöner Tod. Wie die Gruppe wohl ohne ihren Anführer zurechtkommen wird. Fuck. Es kann schwierig sein, mit jemandem zu arbeiten, dem man nahesteht. Aber ich denke, Mark und Kate könnten es schaffen. Und dabei neue Dinge übereinander erfahren. Und was halten Sie von Mr. Dumets netten Animatroniken? Ich halte sie für recht pfiffig. Einige sehen sehr realistisch aus. Wo er wohl die Teile hernehmen mag. Es wäre nur fair, wenn ich Ihnen jetzt zum Ausgleich sozusagen einen Hinweis gäbe. Was denken Sie? Vielleicht helfen uns ja die Werke von Sir Arthur Conan Doyle weiter. Der gute Herman Mudgett, so scheint es, mochte Sherlock Holmes so sehr, dass er dessen Nachnamen annahm. Hier. Er besitzt ein Gehirn ersten Ranges. Regungslos sitzt er, gleich einer Spinne, im Mittelpunkt eines Netzes. Allein dieses läuft in Tausende von Fäden aus. Und er spürt das leiseste Zucken eines jeden derselben. Ich hoffe, das hilft. Sie sollten wieder ans Werk gehen. Viel Glück.